Schon los. Mein Name ist Sepp Debreziner und bin Frankfurter. Wir sind hier heute vom Team der Kochprofis, Einsatz am Herd, und befinden uns hier in Obernberg beim Gasthaus Badwirt. Wir werden versuchen, dieses katastrophale Wirtshaus wieder auf Vordermann zu bringen, doch leider hat uns das Wirt-Ehepaar, die Nadine und der Wolfgang, im Stich gelassen. Die sind kurzfristig nach Bali geflüchtet. Wir werden heute belgische Küche kochen mit Brechreizgarantie. Viel Spaß beim Nachkochen. Von Fasching aus in Berchtesgaden, in unserer Partnerstadt. Ah, da in Deutschland, ja. Okay. Ah ja, genau, ja, ja. Und ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Freundliche Leute. Aber weißt, wir haben da eine Stadtführung gemacht und da haben sie uns die Heizung gezeigt. Und schau dir mal das an. Ja. Ist das nicht der Wahnsinn? Da wohnen die Leute berchig. Fast wie in Obernberg, ne? Ja. Gewalt. Und ein Foto habe ich noch gemacht. Schau dir das mal an. Das ist eine Bestattung in Berchen. Das ist ja gemütlich. Mit einem Großgarten. Da kannst du, wenn du einen Schrank ausgeschaut hast, gleich einen Kaffeeschalzen. Ja, da kannst du gleich einen einzwickeln. Ja. Die denken mit. Ja. Weißt, aber ich habe mir gedacht, in Obernberg könnte man das auch machen. Mit der Blumengabe. Die hat auch ein ganzes Jahr, hat die Biergarnitur vor der Haustür stehen. Ja. Und die Dombüdeln hängen auch an der Wand dran. Ja. Passt wieder super. Das muss ich mal einen Vorschlag machen. Ja, war sicher eine gute Geschäftsidee. Und da habe ich noch was von der Horn. Weißt du, ich bin ja. Ist das der Schwingerclub da hinten? Ich bin ja ein Hirschwanger, gell? Und da hat jetzt einer, ein Hirschwang, also in Mühlberg, hat da jetzt ein Haus angegeben und hat ein Brederdach aufgemacht. Das ist jetzt das ganze Neue, ne? Ja, das Brederdach. Das ist der neueste Trend vom Jörschmann. Cool, wer es macht. Ja, aber mittlerweile, schau, hat in Obernberg ja, cool. Auch schon einer nachgemacht. Ne? Ja, einer von Google. Auch schon ein paar Monate lang ein Holzdach drauf. Ja, aber schön, gell? Ja, super. Ja. Muss ich mal direkt mit meinem Mann machen. So, jetzt hole ich nicht mehr länger auf, tue ja leider. Ja, genau, gell? Also das Treffer dann aber zu, ey. Hast du schon gehört von der Ruby Therese? Nee, von der Ruby Therese, hab ich schon viel gehört. Ja, hat ja anscheinend gehört, ne? Was willst du denn wieder? Voll wei. Viel dringend ist wichtig. Das hat also gehört, dass 25 Leute in sie aufmüllt bei ihr zum Essen, Weihnachten, ne? Ja, super. Was ist schon lief? Ja. Ja. Da hat natürlich schon Tisch gedeckt und dann sechs mehr einkauft, weißt du, weil sie haben ja so nicht so viel, wie du gleich so schlecht bei dem Verbrauch. Ja, sicher. Ja. Und dann ist aber das Problem gewesen, die haben jetzt zum Hofwirt nach St. Martin gefahren, ne? Jetzt war es natürlich mutzgrantig, Therese, kennen wir es eh alle, ne? Und ja, hast natürlich die Gäste auch gleich mal gespüren lassen, ne? Kann man gut vorstellen, kann man gut vorstellen bei uns in der Therese, ja. Sonst recht lieb, aber hin und wieder, ja, ich sag nichts, gell? Wahnsinn. Mach, Simon, jetzt muss ich dir was fragen, ich bin ja so ein Hobbykocher, weißt du, aber ist das was Belgisches? Ja, ist ein Ausschau nach schon, ne? Ich hab das damals bei der Badwirt Nadine gelernt, ne?
Zumindest das, was ich verstanden habe, das koche ich nach. Ich wüsste gar nicht, wie der Vogel genau heißt. Irgend so ein belgischer Dümpeltaucher. Den serviere ich auf einer Knoblauchbasis, verfeinert mit einem Pesto aus dem Ufer unten. Da, wo das Hochwasser immer schön drüber war, da wächst er intensiv und würzig. Ist ähnlich wie Belgien, weil sobald da ein Gletscher schmilzt, ist eigentlich alles überschwemmt. Also deswegen ist da der belgische Geschmack ganz drinnen. Ich habe ihn jetzt zwar, glaube ich, schon ein wenig zu lang drinnen, den Vogel, aber wie gesagt, Nadine, die riecht so undeutlich, ich habe nicht alles verstanden. Simon, ich sage dir, was du, wenn du es zu lang drin hast, dann kommt sowas raus, gell? Das ist leider oft das Problem, dass er zu lang drin ist. Ah ja. Ich hab mal noch was erzählen. Ja, was gibt's denn Nachbar, liebe Trauzeugen, ein Geblätzchen, ich bin ja kein Standesmann, ich bin ein Kochprofi, aber weiß ich, was du lang machst. Von der Schatzl Barbara wollte ich dir was erzählen. Schatzl Barbara ist in die Bank gegangen, mit der neuen Bankomatkarte, wollte sie ja Geld holen, weil sie wahrscheinlich von Werner natürlich irgendwas Schönes kaufen wollte, bei der Beate Huse oder so, denke ich mal. Und jetzt geht die nicht immer ungültig. Jetzt geht es eine, macht dann Mots Krawall, beschwert sie recht. Jetzt hat sie die neue Bankomatkarte gekriegt und geht alle noch nicht. Ja, nutzt nichts, muss wieder heimfahren. Daheim sieht es, dass sie die falsche Bankomatkarte mitgehabt hat. Aber eins muss man zugute halten: immer die Bank angestellten, wenn natürlich oben ist, eh ganz klar. Aber die, ja, kriege ich gut gezahlt. eins muss man zugute halten: sie hat dann noch gerufen und hat sie entschuldigt. Bei der Barbara nichts. Nein, nicht! Griechisches Postleck. Warte, Sachen. Geht denn noch? Oh, es geht so, ja, so. Müssen wir heute mal schauen. Aber du, ich habe jetzt was von deinem Bruder gehört. Stimmt das? Von meinem Bruder? Ja, ich glaube, der wird auch mit der Zeit immer älter. Ja, das ist die Stimme mit Sicherheit, ja. Ich habe das jetzt letzte Mal gehört, dass der immer wieder halt so eine Prüfung gemacht. Und der gute Mann hat sich ein Ticket gekauft und fahrt sie nach Linz. Weil er macht immer wieder bei Wifi so Prüfungen. Ja, das ist ein Prüfungsvorsitzender, ein ganz wichtiger Job. Ganz wichtige Person, hallo. Ja, immer gern. Aha. Ja, und was ist los? Dann fährt sie nach Linz, dann zu spät in seinen Karte geschaut. Er müsste nach Braunau fahren. Ja, die Prüfungen sind in Braunau. Das ist mein Bruder. Also, ja, nein, also da kommt er noch Sachen erzählen. Ich glaube, der hat sich in seinem Leben schon 127.436 mit Fußballen. Kein Navigator. Ich hätte das aber nie geglaubt. Ja, ja, also Mann von der Welt. Der ja, Simona kennt, Simona kennt. Er hat da noch so eine hübsche junge Frau. Ja, ja. Aber wenn du mal vergisst, alles. Nein, schlimme Sendung in so einem Ernst. Schlimme Hände. Ja, du hast ja okay. Du weißt die Mann. Ja, das sagt man nicht fest. Ja, ja, jetzt muss ich dir auch was erzählen. Was du gerade erzählst vom Bruder, mein Onkel. Dendelschose. Dendelschose. Der, ist ja, der hat ja noch gut aus sich gehört, gell? Aber nur zum Schlafen. Ah, nur zum Schlafen? Ja, nur zum Schlafen. Nein, der ist nur in guten Tassen. Also, ich darf das, also du in Nürnberg. Ich darf dir sagen, der Händel Schoß ist ja einer, sagen wir, das ist ja so ein Tourismuspartner ist das. Da wo es hin und wieder zum Schnackseln, weißt du? Ich hab gedacht, das gibt's nur in Füssen drüben bei den Preisen. Nein, hin und wieder schnackseln, ein paar uneheliche Kinder auf dem Bett sitzen. Oh, weißt du, der hat dann abgegeben, nach Nürnberg.
Also ich habe mich gehört, Marianne hat gesagt zu mir, wenn der Schose jeden Tag daheim war, dann hätte er sowieso nicht geheiratet. Das glaube ich sofort. Ja. Und er braucht natürlich in Ruhe auch wegen Beschäftigung. Ja, das müsst ihr mir erzählen lassen. Das ist ja das Höchste. Aber der Jüngste ist auch nicht mehr, oder? Schose ist auch schon ewig. Da haben wir ja das Problem, der möchte unbedingt eine Karten lösen zum Fischen am Stausee. Ja, ja, und was müssen wir da lösen? Ein bisschen zum ruhig werden. Ja, ja, da muss er nicht zu weit gehen und da muss er natürlich einen Antrag ausfüllen. Und da hat er natürlich schon Probleme gehabt vom Geburtsdatum. Das war aber nur das Wenigste. Weißt du, was dann passiert ist? Ja, dann muss er vor den Antrag die Postleitzahl vom Gurten hinschreiben. Das hat er nicht gewusst, weil er mit 942 aus Oberberg ist. Darum sage ich, wenn ich nächstes Mal hergehe, sage ich, Schose. Also alles aufschreiben. Alles aufschreiben und ich sage dir mal, Schose, wo du deine Eier hinlegst, da musst du auch die Postleitzahl wissen. Ja, alle Bauernregeln. Ja, so ist es, oder? Das ist gar nicht sein. So ein geschlampfter Teil. Wahnsinn mit dir. Weißt du, vom Fischen redest, gell? Ja. Da kenn ich ja nur Geschichte. Ja, ja. Und zwar der Hasenauer Günther, der Stölzheimer Michi, der Raffisberger Hans und Stockis und ein paar andere, ich weiß nicht mehr, wie alle dabei waren, ne? Die typischen Rübe, sind so runtergefahren im Wohltau-Stausee nach Litno. Als Fischen? Ja, da hinten haben sie sich gemietet. Ich war aber nicht einmal tschechisch. Ja, mein Gott, ne, das ist eh nicht wurscht. Ne? Gott. Die gehen sowieso ein ganzes Wochenende nicht mehr rein, ne? Weil die haben einen. Endos. Ich möchte nicht sagen, aber die sind. Anspruchsvoll. Hm? Ja, schade. Auf jeden Fall. Der Bodwit hat er jeden Tag angerufen, weil er so neugierig ist. Ne? Da hat er mich gefragt, ne? Ob sie eh schon was gefangen, oder was? Ne? Aber der stellt so mit Michi oder wie gesagt, alles haben wir schon gefangen, nutzt die. 20 Kilo haben wir schon mal nach, ne? Kennst du Michi, der stellt so mit Michi. Michi, der Fisch, auf jeden Fall. Aha. Fragt eh schon so ein Rennen. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Ist er ja dann runtergefahren, der Bodwit. Hat einmal nachgeschaut, dabei haben sie bis Ende der Woche gerade einen Fisch gehabt. Ne? Das ist das ja so weit. Meine. Ja. Sehr viel. Und da war. Beide. Ja, da stellt es einmal Michi. Ne? Und ich war ja verhungert, waren sie auch fast, da haben wir nichts zum Essen gehabt, ohne Fisch. Ne? Aber weil sie genug Bier mitgenommen haben, ne? das kann denen nicht auf. Das ist das typische. Wichtiges Trinker. Weil sie aber nicht so gut ein Pilsner Bier da drüben. Ja, mein Gott. So, jetzt wieder arbeiten, komm. Ja, ja, also kommt der Chef, dann wir werden einmal alle hin. Ein bisschen zusammenräumen, ja. Ja, ja, die Oberberger, die uns auch die ganze Zeit an der Pippen ist. Ja, 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 lustiger Wort. Ja, ja, trinkt ihr den alleine, oder wie? Ja, Prost. Du hast denn du? Das ist der Heine, das ist Katz vom Esch. Ja, ich hab mir gedacht. Ich glaube, das ist genau das, was ich in meiner Suppe brauche. Hallo Chef, was suchst du denn? Da ist was da drin. Hast du frei? Ich glaube an Kochen. Ja, und was kochst du denn? Original Tiroler Brotsuppe. Ach so, wie kocht man das? Du brauchst ein hartes Brot, ne? Und ein Wasser. Ach das so. Schmeißt dann rein. Ne? Und ja. Hartes Brot? Du musst ein bisschen abschmecken. Du, ich hätte da eine Weichspüle. Ja, vielleicht wird die harte Butter ganz frisch, gell? Ja, der fehlt ganz du, weich, gell? Du mir was da dazu. Ja, okay. Lenon. Hey Chef, hallo, Jetzt ist es besser, ja. Boah, das glaube ich. Aber ich glaube, Gott. Unsere Frösche sind auch schon fertig. Auch schon fertig, ja. Was brauchen wir denn? Richten wir es an, aus Tortella. Ja, alles da. Was ist das jetzt, Chef? Ja, das ist Spinat. Kennst du das nicht, Lehrling? Nein, hast du nicht verzehrt. Dann haben wir noch Frösche. Ja,
Also früher hast du auch schon besser gekocht. Was? Und jetzt ist es fertig? Sehr schön, oder? Ja, sehr schön. Immer vielleicht so gut. Das Krönung. Ja. Dass dir wieder der Stank weg ist. Und dann stellst du es gut nach vorne bei der Durchreichung. Jawohl. Die Gäste warten ja schon. Hallo, hallo, Nadine, hallo. Ja, hallo Simon. Ja, servus, grüß dich. Hey, hast du schon gehört, was dem im Büchel Pauli? Wieder was? Ja, Problem. Volksbank geschlossen, gell? Jetzt wird natürlich an Büchel Pauli seine Pension zum Produkt überwiesen. Ist aber eher am vernünftigsten so. Hat zwei Gründe. Erstens, weil was der Büchel Pauli ist ja einer, der muss täglich, kann man eigentlich sagen, wie so beim Brot wird unten. Ja, gute Geschichte, ha? Er ist eigentlich täglich unten beim Brot wird. Und trinkt er seine Gespritzten. Das schaut echt gut aus. Trinkt er seine Gespritzten. Und der Büchel Pauli ist eigentlich einer, der was vom ehemaligen Torschützenkönig, vom TSV Obernberg, ist er mutiert zum Gespritztenkönig vom Brotwirt. Und ja, das war der geile Ortsprogramm, wo man sagt, okay, ist eine ganz vernünftige Geschichte, dass ihm die Pension da oben überwiesen wird. Und dann natürlich ist er ja, wenn das ganze, die ganze finanzielle Abhängigkeit beim Brotwirt liegt, ist natürlich der Pauli auch beim Sportverein dabei. Und wie ist es ja erklärt, wenn man beim Sportverein dabei ist? Und die Schnecken, ne? Wenn man beim Sportverein dabei ist, dann kennt man natürlich auch den Sportverein dazu. Hat sich ja herrlich was angestellt zum Essen, herrliche Sachen gegessen, gell? Dann ist es zum Zellwagen. Ja, da war es natürlich Litz vom Pauli. Ja, warum war es denn Litz? Ja, weil der Pauli seine ganze Pension, was für was er das braucht, für die ganzen Spritzen, was er tagtäglich da unten versauft, hat er die ganze Rente versauft, ist natürlich fürs Essen nichts mehr beim Oder zahlen müssen. Darum sage ich lieber Pauli, wenn ich nächstes Mal sage, sage ich Pauli, trink auch Spritzen weniger. Dann hast du im Jahr genau 952 Euro, ist eine vernünftige Geschichte. Und ein Spritzer weniger, der tut der Pauli nicht weh, oder? Ja, Bulle, hast du Flaschen? Ja, okay. So, das Team von den Kochprofis, Einsatz am Herd, hat wieder vollen Einsatz gezeigt. Und wir wünschen allen unseren Gästen eine gesegnete Mahlzeit. Ja, super.